Hi, ho meine Freunde, hier möchte ich euch ein kleines Special zu Halloween vorstellen. Ich präsentiere euch meine Lieblingshorrorspiele in Form eines Top 10. Aber ich möchte auch gar nicht weiter labern, fangen wir einfach mal an mit Platz 10. Fear is a basic human emotion. What frightens you more? The evil that you know. Fear ist ein Ego-Shooter, der hauptsächlich auf Schockeffekte, Action-Elemente und Bullet-Time à la Max Payne und Matrix setzt. Bei den Schockeffekten orientieren sich die Entwickler stark an asiatischen Horrorfilmen wie Ring oder The Grudge. Als Kernelement des Grusels dient ein kleines, schwarzhaariges, untotes Mädchen. Merkt euch eins: Kinder sind immer unheimlich. Immer. Die Entwickler hören auf den Namen Monolith Productions, Publisher waren wie Wendy, die das Spiel im Oktober 2005 für PC und knapp ein Jahr später für die Xbox 360 und PS3 veröffentlichten. Do you know the true meaning of fear? This game has not yet been rated. Auch auf Platz 9 hat es ein Ego-Shooter geschafft, Bioshock. Hatte aber neben dem Ego-Shooter-Dasein noch Rollenspiele und Survival-Horror-Elemente. Schauplatz ist die Unterwasserstadt Rapture. Im Verlauf des Spiels trifft der Spieler immer wieder auf Little Sisters, die von einem Big Daddy begleitet und beschützt werden. Die Little Sisters sind kleine, genetisch manipulierte, nervige, dumme Rotzgören. Okay, es sind Mädchen, die das Blut von Leichen mittels seiner Spritze aufsaugen, trinken und in das sogenannte Adam umwandeln. Sie wurden zudem so erzogen, dass sie die Leichen für Engel halten und immer in der Nähe eines Big Daddy sein müssen. Okay, sie halten Leichen für Engel? Frag mich wieso. Big Daddies sind Menschen, die mittels Drogen beeinflusst wurden. Sie tragen Panzertauchanzüge und sind mit großen Metallbohrern, Schusswaffen oder Nietenpistolen bewaffnet. Und natürlich muss man sich ihnen stellen. Natürlich. ...1999 erschien der erste Teil der Reihe auf Sonys PlayStation 1. Das Spiel handelt von Harold Mason, einem seit 4 Jahren verwitweten Schriftsteller, der auf der Suche nach seiner 7-jährigen Tochter ist. Und wo sucht er nach ihr? Genau, in Silent Hill. Harry plant auf Wunsch seiner Tochter Cheryl in einer kleinen Stadt namens Silent Hill Urlaub zu machen. Ja, richtig. Urlaub machen in Silent Hill. Oh Mann. Naja, weiter im Text. Bei der nächtlichen Hinfahrt schreckt Harold auf, als ein junges Mädchen die Straße zu überqueren scheint. Beim Versuch, dem Mädchen auszuweichen, fährt er in einen Graben und verliert sein Bewusstsein. Als er wieder aufwacht, ist Cheryl verschwunden und damit beginnt die Suche. Auf seinem Weg trifft das Spiel auf bizarre Kreaturen, grotesk verformt und augenscheinlich dem Albtraum eines Wahnsinnigen entsprungen. Und dieser Schein trügt nicht. Traditionellerweise kämpft man in Silent Hill gegen die Dämonen der eigenen Seele, gegen Sünden der Vergangenheit und die Monster, die im eigenen Unterbewusstsein lauern. Und wenn der Abspann über dem Bildschirm flimmert, bleibt man noch lange vor dem Rechner sitzen und versucht zu verdauen, was man da gerade erlebt hat.
Im positiven Sinne ein Albtraum von einem Spiel, das klare Highlight einer starken Serie, die zuletzt ein bisschen geschwächelt hat. Auf Platz Nummer 7 hat es meiner Meinung nach Alan Wake geschafft. Alan Wake erschien 2010 für die Xbox 360 und 2 Jahre später für den PC. Das Spiel wurde von Remedy entwickelt und Microsoft Games Studios gepublished. Wer das Spiel gespielt hat, sieht schnell, dass sich die Entwickler an Serien wie Twin Peaks oder Büchern von Stephen King orientiert haben. Alan Wake ist Autor für Thriller-Romane, der seit Jahren unter Schlafstörungen und Albträumen leidet. Um neue Kraft zu tanken, reist dieser natürlich erst einmal nach Bright Falls, ein kleines Kaff im Nirgendwo. Natürlich verschwindet auch seine Frau und das Haus, die Insel, auf der das Grundstück steht und. Wer mehr wissen will, spielt selbst. Ja, der Slenderman auf Platz 6. Slender: The 8 Pages ist ein kostenloses Survival-Horrorspiel, was bisher nur für den PC erschien, aber auch für Konsolen angekündigt worden ist. Ort des Geschehens ist ein fast finsterer Wald und wir steuern eine Figur, die nur mit einer Taschenlampe bewaffnet ist und sich auf die Suche nach, wer hätte es anders gedacht, 8 Seiten begeben muss. Klingt nach einem einfachen Versteckspiel? Naja, wenn man dabei vom namensgebenden Slenderman verfolgt wird, ist das nicht mehr ganz so witzig, wie es anfangs klang. Sobald wir ihn zu lange anschauen, haben wir versagt. Also heißt es, flüchten, sammeln, flüchten, in die Hose scheißen vor Angst, flüchten, sammeln, flüchten und so weiter. Puh, das war nichts für schwache Nerven. Ich hoffe, dir hat Part 1 meines kleinen Halloween-Specials gefallen. Wenn das der Fall ist, hinterlass doch einen Daumen nach oben und einen Kommentar, um mir Feedback zu geben. Wenn diese Art von Special gut ankommt, wird es in Zukunft sicherlich mehr davon geben. Ciao und bis zum nächsten Mal, dein Gambit Hero.